20 Folgen Frontside, endlich! Juhu! Aber wo sind denn alle? Keiner zu meiner Party gekommen. Das Internet für viele nicht mehr wegdenkbar. Es gehört für viele schon zum Alltag, sei es Filme oder Serien gucken auf Netflix oder online zu zocken auf Konsolen und noch vieles mehr. Nun hat aber eine Umfrage aus Großbritannien was ziemlich Verstörendes herausgefunden. 2500 Leute wurden gefragt, ob sie... Ich komme mir gerade vor wie ein Familienduell. Nennen Sie etwas, das man aus Steinen macht. Ein Steinmännchen bauen. 2500 Leute wurden befragt, ob sie sich den Finger abschneiden würden, wenn sie kein Internet mehr hätten, aber dafür wieder bekommen könnten. Erstaunlicherweise haben 29% gesagt, yo, mach ich. Und 25% konnten sich nicht entscheiden, was sie lieber machen sollen. Finger ab oder Finger dran. Keine Ahnung. Ich meine, hallo, ein verdammter Finger. Ich bin jetzt auch ein Internetkind, der viel auf YouTube rumhängt oder auch online zockt, aber ich will mir keinen verdammten Finger dafür abschneiden. Obwohl, wenn ich meine Pornos nicht mehr sehen kann. So, was suche ich denn heute? Riley Reid, Deep Throat. Och nö, nicht schon wieder. Nein, ich will nicht schon wieder einen Finger verlieren. Oh Mann, ey. Komm, müssen wir durch. Dan Howdle, der Chefredakteur von cable.co.uk, also die Umfrage gemacht haben, sagte, dass es den Leuten hauptsächlich nur um die sozialen Netzwerke ginge, also Facebook und Twitter. Denn die Leute treffen sich immer weniger in Massen, um zu quatschen, und dafür sei ja Facebook und Co. da, um nichts zu verpassen. Er meinte, dass das Internet den Leuten nicht der Finger wert sei, sondern die sozialen Netzwerke, da viele ohne die nicht mehr richtig leben können. Da würde mich interessieren, was andere Leute darüber denken, denn ich kann jetzt sagen, dass ich dafür meinen Finger nicht erschneiden würde. Ich meine, so gut wie ich in der Küche bin, wird das früher oder später immer passieren, aber hey, das ist ein anderes Thema. Mich würde wahnsinnig eure Meinung interessieren, wäre cool, wenn ihr kommentieren würdet. Wo ich diese News gesehen habe, wusste ich nicht, ob ich weinen oder lachen soll oder... Ach, ich habe sowas Bizarres schon lange nicht mehr gelesen. Hideka Soe Hiro, besser bekannt als Very 65, also der Macher von Deadly Premonition und D4, Dark Dreams Don't Die, hat eine neue Idee und die ist so krank, dass ich sie einfach hier reinpacken musste. In einem Interview mit Metro sprach er, dass er gerne wieder zurück in die Horrorschiene möchte. Und wer Deadly Premonition schon mal gezockt hat, der weiß, dass das Spiel verdammt krank ist. Und die Idee für sein neues Projekt ist ein Highschool-Mädchen, das auch gleichzeitig Detektivin ist. Sie deckt ihre Fälle so auf, dass sie masturbiert und so eine stärkere Vorstellungskraft erhält. Sie spielt mit sich selber rum und so kann sie Fälle lösen. Wie zur verdammten Hölle kommt man auf solche Ideen? Das macht dir überhaupt keinen Sinn. Hey, was ist deine Superkraft? Ich kann Gedanken anderer lesen, und deine? Ich krieg durchs Masturbieren eine stärkere Vorstellungskraft. Yay! Swery hat aber ein ganz kleines Problem. Denn kein Publisher sagt zu der Idee, yo, das machen wir so, sondern ihr, Digga, such dir mal eine Freundin. Irgendwo auch verständlich, aber dafür gibt es wieder Kickstarter und da kann ich mir durchaus vorstellen, dafür muss ich nicht mehr masturbieren, dass die Idee ziemlich viel Kohle einbringen könnte. Und wenn ich mal ehrlich bin, irgendwie würde ich schon gern mal das Spiel anzocken wollen. Ich hoffe mal, in den Quickies gibt es bessere News. U
Ubisoft hat nun bekannt gegeben, dass die Map von Red Division verkleinert wurde, da man Angst hatte, zu langweilige Fußpassagen zu haben. Und wie viele schon vermutet haben, kommt es erst Frühjahr 2016 raus. Immer diese Verschiebungen. Und wenn wir gerade beim Warten sind, die dritte Staffel von The Walking Dead wird nicht mehr 2015 erscheinen, sondern frühestens 2016, aber trotzdem eher verschmerzbar, denn Telltale Games haben trotzdem noch ein paar gute andere Spieleserien am Laufen. Vielleicht habt ihr es auf diesem Kanal schon gesehen, denn es gab ein Gameplay-Leak zu dem Remake von Gears of War. Microsoft findet das nicht so geil und bannt gerade heftig Leute, die das posten, also pssst. Wenn ihr aber gerade Lust auf Horror habt, dann wartet auf das letzte DLC von The Evil Within. Es lautet, der Executioner kommt am 26. Mai und dieses Mal schlüpft ihr in die Rolle des Wächters, also der Typ mit dem Safe auf dem Kopf. Konami hat auch zugegeben, dass sie ihren Fokus nun auf Mobile Games legen und die meinen auch, dass es die Zukunft des Gamings sei. Ja. Ich hab keine Energie mehr, muss mir neu kaufen für 20 Euro. Und das war's auch schon mit dieser Folge. Nächste Woche wird es leider keine Folge geben, da ich und Knuffel auf einem Event sind und da wird schon ziemlich abgehen. Wir hoffen aber trotzdem, euch hat das Video gefallen. Wäre gut, wenn ihr mal ein Däumchen da lasst und kommentieren würdet. Wäre alles wunderbar. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Und bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Woche und tschüssi! Denn die Leute treffen sich immer weniger in Massen, um zu quatschen. Massenquatschen, ja.